Herzlich willkommen zu Götterfunken Genuss für Geist und Gaumen. Liebe Freunde der gepflegten Genusskultur und des Kulturgenusses, lange habe ich nichts von mir hören lassen und ich war und bin mir auch überhaupt nicht im Klaren, ob ich diesen Kanal so weiter oder überhaupt weiter betreiben möchte. Die zahlreichen freundlichen Kommentare und Nachrichten von Ihnen haben mich aber dazu bewegt, jetzt doch einmal wieder ein Video zu drehen und mich vielleicht über die Gründe meines längeren Schweigens etwas zu erklären, denn ehrlicherweise hatte dies nicht nur mit der mangelnden Zeit zu tun. Aber das mache ich natürlich nicht, ohne eine Zigarre für Sie zu verkosten. Und ausgewählt habe ich dafür die Fernando Leon Family Reserve. Das ist eine Zigarre, die, ich glaube, schon 2014 bei uns in Deutschland, vorher in der Schweiz auf den Markt kam, deren Mischung viel älter ist, dazu später mehr. Sie stammt von der Dominikanischen Republik, wird bei La Aurora hergestellt und sie weist eine Länge von 15,8 cm auf und hat ein Ringmaß von 52 und ist zu einem Preis von 8 Euro zu haben. Und die Tabakmischungen, um sie gleich komplett vorzustellen. Die Einlage besteht aus dominikanischem Tabak, aus Brasilien und ganz selten aus peruanischem Tabak. Umblatt und Deckblatt sind beides aus der Dominikanischen Republik. Der Kaltgeruch ist etwas süßlich, heuig. Wie man das öfter mal hat, frisch gemähter Rasen. Vielleicht ein bisschen herbstliches Laub, aber auch Erde. Aber nichts Stalliges, nichts Wildes, nichts tief Schokoladiges. Also es kommt dezent, sehr dezent daher. Wollen wir die Zigarre mal anschneiden und beim Bellicoso-Format, was ja nach hinten spitz zuläuft, haben wir die Möglichkeit, durch die Wahl, wie viel wir jetzt abschneiden wollen, ein bisschen auch mitzubestimmen, wie viel Rauchvolumen wir bekommen. Ich mag es gern etwas kräftiger und gehe mal so in die Mitte der Spitze. Ja, da hat man schon einen schönen Gallzug. Eine feine Süße. An der Lippe ganz leichte Pfeffer- oder Chili-Noten, minimal, nichts Gravierendes. Gewürztöne von unterschwellig von Kurkuma, Zimt. Ein bisschen sowas Exotisches. Dann wollen wir die Fernando Leon einmal entflammen. Und dabei möchte ich Ihnen erzählen, dass es, wie gesagt, nicht nur ein Zeitfaktor war, warum ich länger nicht Videos gedreht habe, aber auch, denn ich kann sie immer nur am freien Wochenenden drehen. Und ehrlicherweise hat man da auch dann manchmal doch Lust, lieber mit Freunden rauszugehen oder mit der Familie was zu unternehmen, als in der Stube vor der Hausbibliothekswand zu hocken und ein Video zu drehen, wenngleich das auch immer mal wieder Freude bereitet. Aber die Zeiten sind da natürlich knapp. Der Hauptgrund aber ist der, dass ich in letzter Zeit etwas mit den Plattformen der großen Digitalkonzerne, zu denen ja auch YouTube gehört, YouTube ist der Eigentum von Google, aber ich meine auch Facebook und andere, dass ich mit diesen Plattformen ein wenig hadere, denn ich habe den Fehler begangen, mir einmal die AGBs dieser Anbieter genauer durchzulesen und mich tatsächlich durch die seitenlangen Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärungen zu wühlen und zu arbeiten und habe dann darüber hinaus noch den Fehler begangen, mir Literatur zu besorgen von Fachleuten, denn ich bin wahrlich kein Fachmann, die sich mit solchen Themen auskennen. Und dort wird es dann erschreckend, erschreckender und gar schrecklich, wenn man das liest, was man da alles von sich preisgibt und wofür man das macht, für doch einen gewissen Komfort im Digitalleben
ohne den man meint, vielleicht heute nicht mehr leben zu können. Aber das Schlimmste an dieser ganzen Sache war, dass man auch mittlerweile im Bekanntenkreis oder wenn man auch mit fremden Leuten versucht zu diskutieren oder über politische, gesellschaftliche Themen ein Gespräch zu führen versucht, immer mehr merkt, wie diese gewissen und schon sprichwörtlich gewordenen Filterblasen um sich greifen, dass also ein jeder irgendwo immer nur das zu sehen bekommt, worin er sich selbst bestätigt fühlt oder wonach er auch schon immer gesucht hat. Und dieses Phänomen scheint sich auch immer weiter auf die Diskussionskultur dann natürlicherweise auszubreiten. Und ich bin jetzt weit davon entfernt, mir einen Aluhut aufzusetzen und Verschwörungsfäden aus den Fasern der Unzufriedenheit zu spinnen. Aber dennoch, es ist schon eine gewisse und nicht zu unterschätzende Macht und auch ein gewisser Machtmissbrauch, den wir allerdings freiwillig in Kauf nehmen, so viel sei, muss man dazu sagen, in dieser Filterblasentechnik gegeben. Und um mal wieder was Erfreuliches zu sagen, die ersten Züge der Zigarre haben ein wunderbares, mildes, süßliches Aroma mit ganz, ganz leichten Chili-Pfeffernoten an der Lippe. Der jetzt dominante Geschmack ist der von Zedernholz. Das ist so, als wenn Sie in Ihren mit Zedernholz ausgekleideten Humidor hineinriechen. Also wirklich dieses wunderbar aromatische Holz, das greift jetzt hier sozusagen olfaktorisch Raum und auch im Geschmackszentrum sehr viel Zeder, ein wenig noch die Gewürze, eine unterschwellige Süße. Da hat man etwas sehr Schönes, Mildes bisher. Angenehmer Angang, der nicht protzt. Zurück zu meinem Gehadere mit den großen Konzernen und dem Datenumgang. Was hilft nun gegen die von nicht wenigen Akteuren im Spiel der Macht gewollten gedanklichen Filterblasen, in die wir uns schleichend mehr und mehr gefangen nehmen lassen, bis wir uns wie die Lemminge begeistert über die Klippen von Fake News und Vorurteilen in mentalsuizidaler Lust in den geistigen Tod stürzen. Was im Übrigen Lemminge nicht tun, vielleicht sind die klüger als wir. Das geht wiederum auf ein Fake News bzw. auf einen Missverstand zurück. Lemminge machen Reisen in sehr, sehr großen Gruppen und da bleiben halt mal einige auf der Strecke und daher kommt wohl diese Theorie. Aber zurück zu unseren geistigen Lemmingen, in die wir uns so gerne verwandeln. Was hilft dagegen, gegen diese Filterblasen? Nun, ich würde sagen, als erstes vielleicht über den Tellerrand zu schauen, das mal wieder zu lernen. Und ein gutes Mittel dafür scheint das Reisen zu sein. Denn wie sagte Mark Twain einmal so schön, Reisen ist tödlich für Vorurteile. Und Alexander von Humboldt, der übrigens in diesem Jahr ein Jubiläum feierte, wurde 1769 geboren und starb 1859. Alexander von Humboldt wird ein Ausspruch zugeschrieben, der allerdings wahrscheinlich nicht von ihm stammt, aber immer wieder mit ihm in Verbindung gebracht wird, der dennoch nichts an seiner Aktualität verloren hat. Er lautet: Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nicht angeschaut haben. Und das stimmt mit Sicherheit. Kurz gesagt könnte man auch sagen, Reisen bildet. Aber es ist wahrscheinlich ebenso richtig, was der britische Philosoph Thomas Fuller Mitte des 17. Jahrhunderts einmal gesagt hat: Wenn ein Esel auf Reisen geht, wird er nicht als Pferd zurückkommen. Also Malle ist nur einmal im Jahr, scheint hier nicht zu genügen. Was will ich damit sagen? Reisen bildet, ja.
Reisen kann insofern bilden, als dass man mit Fremden in Kontakt kommt, wenn man die Reise ernst nimmt und sie wirklich vorurteilsfrei oder seine Vorurteile umbringend lassend, um mit Twain zu sprechen, doch mit einer gewissen Offenheit genießt. Und der Götterfunkenpate unserer heutigen Folge hat auch einen bekannten Spruch zum Besten gegeben, der die Anfangszeilen eines seiner Gedichtes markiert. Man kennt ihn heute immer noch: Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Matthias Claudius, von dem der Satz stammt, schrieb noch Verzählen, was aus dieser Zeit, was dem Zeitgeist oder der Zeit geschuldet ist. Und Matthias Claudius, der lebte von 1740 bis 1815, den wir heute vor allen Dingen als Dichter seines berühmten Abendliedes kennen, bekannter unter dem Titel Der Mond ist aufgegangen, der schickt Herrn Urian um die Welt, Herrn Urians Reise um die Welt. Und Herr Urian ist eine Figur, die es schon im 16. Jahrhundert gab, im 17. auch noch, der so viel bedeutet wie ein Tölpel, ein unwillkommener Gast, manchmal auch mit dem Teufel gleichgesetzt wird. Und dieser Herr Urian, der übrigens auch in Goethes Faust in der Walpurgisnacht vorkommt, der wird nun um die Welt reisen bei Matthias Claudius. Und als Anmerkung sei vielleicht noch hinzugesagt, dass zwischen den Strophen wie ein Refrain das Volk, also die Gemeinschaft, tutti, alle, Herrn Urian doch immer wieder bitten, dass er weiter erzählen soll, denn das, was er getan hätte, das hätte er wohl recht so getan. Und ob zum Schluss nun der Tölpel klüger ist oder das Volk, das sehen wir jetzt. Ein kleiner Hinweis noch mit dem Begriff Sparren, der vorkommen wird. Der Sparren ist ein schräger Balken, gemeint so etwas wie ein Spleen, umgangssprachlich, also ein Pin im Kopf, würde man im Ruhrgebiet wahrscheinlich sagen. Urians Reise um die Welt mit Anmerkungen. Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was verzählen. Drum nahm ich meinen Stock und Hut und tät das Reisen wählen. Da hat er gar nicht viel an dran getan. Verzähl er doch weiter, Herr Urian. Zuerst ging's an den Nordpol hin, da war es kalt, bei Ehre. Da dacht ich denn in meinem Sinn, dass es hier besser wäre. Da hat er gar nicht viel an dran getan. Verzähl er doch weiter, Herr Urian. In Grönland freuten sie sich sehr, mich ihres Orts zu sehen, und setzten mir den Trankrug her. Ich ließ ihn aber stehen. Da hat er gar nicht viel dran getan. Verzähl er doch weiter, Herr Urian. Die Eskimos sind wild und groß, zu allem Guten träge. Da schalt ich ihnen einen Kloß und kriegte viele Schläge. Da hat er gar nicht viel dran getan. Verzähl er doch weiter, Herr Urian. Nun war ich in Amerika. Da sagte ich zu mir, lieber, Nordwestpassage ist doch da, mach dich einmal darüber. Da hat er gar nicht viel dran getan. Verzähl er doch weiter, Herr Urian. Flugs ich an Bord und aus ins Meer, den Tubus festgebunden, und suchte sie die kreuz und quer und hab sie nicht gefunden. Da hat er gar nicht viel dran getan. Verzähl er doch weiter, Herr Urian. Von hier ging ich nach Mexiko, ist weiter als nach Bremen. Da dacht ich, liegt das Gold wie Stroh, du sollst einen Sack voll nehmen. Da hat er gar nicht viel dran getan. Verzähl er doch weiter, Herr Urian. Allein, 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 wie kann ein Mensch sich trügen? Ich fand da nichts als Sand und Stein und ließ den Sack da liegen. Da hat er gar nicht viel dran getan. Verzähl er doch weiter, Herr Urian. Drauf kauft ich etwas kalte Kost und Kieler Sprott und Kuchen und setzte mich auf extra Post, Land Asia zu besuchen. Da hat er gar nicht viel dran getan. Verzähl er doch weiter, Herr Urian. Der Mogul ist ein großer Mann und gnädig, übermaßen und klug.
er war itzt eben dran, einen Zahn ausziehen zu lassen. Da hat er ganz übel dran getan. Verzähl er doch weiter, Herr Urian. Dachte ich, der hat Zähnepein. Bei aller Größ und Gaben, was hilft's denn auch noch Mogul sein? Die kann man so wohl haben. Da hat er ganz übel dran getan. Verzähl er doch weiter, Herr Urian. Ich gab dem Wirt mein Ehrenwort, ihn nächstens zu bezahlen, und damit reist ich weiter fort nach China und Bengalen. Da hat er ganz übel dran getan. Verzähl er doch weiter, Herr Urian. Nach Java und nach Otterheit und Afrika nicht minder, und sah bei der Gelegenheit viel Städt und Menschenkinder. Da hat er ganz übel dran getan. Verzähl er doch weiter, Herr Urian. Und fand es überall wie hier, fand überall einen Sparren. Die Menschen, gerade so wie wir, und eben solche Narren. Da hat er übel dran getan, verzähl er nicht weiter, Herr Urian. Die Menschen, gerade so wie wir, und eben solche Narren. Waren wir nicht einmal so weit, mit Kant zu sagen, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit? Und doch konstatieren wir, besonders in letzter Zeit und nicht nur in Deutschland, sondern fast überall auf der Welt, eine Tendenz dazu, dass der Mensch sich in die Glückseligkeit, ein Schaf zu sein, zurückzieht und lieber unmündig ist und sich für mündig nur hält und dann doch lieber sich von einem Staat entweder rundum versorgen lassen will oder nach dem kräftigen, starken Mann ruft, der alles Fremde und Böse von ihm abhält. Sind wir wirklich so weit, dass wir nicht mehr aus der selbstverstundeten Unmündigkeit herausgehen wollen? Überall auf der Welt, gerade so wie wir, eben solche Narren. Nun, keine Angst, ich verzweifle nicht an der Welt, nein, ich genieße die Welt und möchte dazu aufrufen, dass man das, sofern man es kann, tut und sofern man es auch kann, anderen zu ermöglichen, denn dann wird sie sicherlich ein Stück besser werden. Besser wird übrigens auch die Zigarre im Ausgang des ersten Drittels, denn es kommen mehr Aromen dazu, es entwickeln sich Röstaromen, die Zigarre hat richtig Temperatur aufgenommen und die Röstaromen ergänzen sich mit der zarten Süße, dem leichten Chili-Hauch und dem Zedern-Geschmack zu einem nussigen, angerösteten Walnussaroma, was sehr, sehr angenehm ist und eine schon Komplexität bietet bei einer recht milden Zigarre, die recht erstaunlich ist. Übrigens, die Zigarre heißt ja Fernando León Family Reserve und das kommt daher, sie wird ja bei La Aurora gerollt, sie stammt von La Aurora und La Aurora ist die älteste Zigarrenfabrik der Dominikanischen Republik, 1903 von Eduardo León Jiménez gegründet und das León ist hier wichtig, denn das ist der Hauptfamilienname. Und León ist der Löwe und deswegen hat die Zigarre auch auf der Bauchbinde immer den goldenen Löwen auf rotem Grund. Und überhaupt ist der goldene liegende Löwe auf den Kisten von La Aurora gerne das Emblem dieser Marke. Und ein Sohn von Eduardo León war eben jener Fernando León. Und Fernando León wollte nicht in die Firmenleitung einsteigen, nicht in das Geschäftliche, in das Finanzielle einsteigen, sondern war ein Mann des Tabaks und wollte sich von der Faszination für den Tabak und der händischen Arbeit auch nicht abbringen lassen. Und er hat eben diesen Blend kreiert. Und wenn es nicht stimmt, so ist es doch eine gute Verkaufslegende. Nur für die engsten Freunde und die Familie, daher Family Reserve. Und als Fernando León dann 2009 starb, hat sein Sohn wiederum oder seine Nachfolger zumindest
diesen Blend dann freigegeben. Und 2013 ist er, glaube ich, zuerst in der Schweiz und dann 14 bei uns erschienen. Und unser Götterfunken-Pate stammt aus einer Familie von Pfarrern, protestantischer Familie. Sollte auch selber Theologie studieren, hat das auch begonnen, kurz vor seinem 20. Lebensjahr, gemeinsam mit seinem Bruder in Jena, Universität Jena. Erkrankte dann aber an den Pocken, damals nannte man sie auch Blattern. Und sein Bruder, sein älterer Bruder, hat ihn rührend sehr, sehr lange gepflegt. Und bis er wieder gesund war und das Studium aufnehmen konnte, sich dabei aber selber mit den Blattern infiziert und ist daran gestorben. Und die Trauerrede für seinen Bruder war das Erste, was Matthias Claudius schriftlich veröffentlicht hat. Danach arbeitete er zeitweilig als Sekretär, ich glaube für den Prinzen von Holstein, und lernte Lessing und Klopstock kennen, arbeitete dann auch als Redakteur für den Bruder des berühmten Klopstock, für Viktors Klopstock in Hamburg. Und dann kam die Position, mit der man ihn heute noch verbindet. Er ging nach Wandsbek und dort war eine neue Tageszeitung bzw. eher Wochenzeitung gegründet worden, der Wandsbeker Bote. Und so bezeichnet er sich dann auch später selbst als die Zeitung, für die unter anderem auch Größen wie Lessing und Goethe und Herder Beiträge lieferten. Aber die Hauptbeiträge kamen eben alle von Claudius. So bezeichnete er sich auch, nachdem diese Zeitschrift wegen mangelnden finanziellen Erfolges nach 4 Jahren wieder eingestellt wurde, als er sein eigenes Werk herausgab, als Wandsbeker Bote. Die Zeitschrift übrigens war deutschlandweit auf einmal populär und trotzdem reichte es nicht aus, um sie am Leben zu halten. Also Qualität setzt sich nicht immer durch. Damit wären wir wieder bei dem anderen Thema. In einer Zeit sozusagen, wo ja, Berater ihren eigenen Beruf verraten durch falsche Expertisen, einfach nur um des monetären Willen, wo wir es mit Missbrauchsskandalen zu tun haben in Kirchen, die ja eigentlich für das Gegenteil verantwortlich sein sollten, wo wir Pharmaindustrien finden, die nur um des Gewinnes wegen entweder bestimmte Medikamente gar nicht mehr produzieren, weil man nicht genug daran verdienen kann, oder sich Patente immer wieder neu sichern durch neue Überzüge an Pillen, damit man sie möglichst teuer wieder weiterverkaufen kann, oder dass Kriege auf der Welt geführt werden, nicht um die Länder oder Leib und Leben der Menschen, die dort wohnen, zu verteidigen, sondern eben auch aus pekuniären Anlass, um Öl, um Geld, um was auch immer. In solcher Zeit, muss man konstatieren, leben wir. Aber lebten wir nicht auch schon früher in einer solchen Zeit? Und da scheint mir Claudius dann doch wieder sehr aktuell. An den Tod, an meinem Geburtstage. Lass mich tot, lass mich noch leben. Sollte ich auch wenig nur nützen, werd ich doch weniger schaden, als die im Fürstenschoß sitzen und üble Anschläge geben und Völkerfluch auf sich laden. Als die da Rechte verdrehen, statt nach den Rechten zu sehen. Als die da Buße verkünden und häufen Sünden auf Sünden. Als die da Kranken zu heilen schädliche Mittel erteilen. Als die da Kriegern befehlen und grausam ihnen befehlen, der Helden Kriegskunst nichts nützen, um Länder weise zu schützen. Tod, wenn sich diese nicht bessern, nimm sie aus Häusern und Schlössern. Und wenn du sie nun genommen, dann Tod, dann sei mir willkommen.
Dieses, wie gesagt, hochaktuelle Gedicht ist beileibe nicht so zu verstehen, dass nun aufgefordert wird, Leute zu töten. Vielmehr meint Claudius eine Bitte an den Tod, doch etwas gerechter in seiner Auswahl zu sein. Denn er hatte ein sehr inniges Verhältnis zum Tod, was vielleicht auch mit dem frühen Erlebnis, ich sprach vom Tod seines Bruders, zusammenhängt. Und Claudius' Verhältnis zum Tod ist ein freundschaftliches. Er möchte sich dem Tod zum Freund machen. Im Hamlet von Shakespeare heißt es, in Bereitschaft sein ist alles. Und wer sich mit dem Tod befreundet, der kann das Leben besser genießen. Und er war ein sehr lebensfroher und lebenslustiger Mensch. Und ich habe hier mal meine Ausgabe der Werke von Matthias Claudius, den ersten Band davon, herausgegriffen. Steht normalerweise da neben Schiller, falls man das sehen kann. Und im bibliophilen Stolz möchte ich nicht nur präsentieren, dass diese Erstausgabe von 1774 eine Widmung der Tochter, einer der Töchter von Claudius enthält, sondern viel wichtiger ist, dass es auch eine gedruckte Widmung enthält. Erschienen ist der erste Band 1774 beim Verfasser selber, also bei Claudius selber. Und er widmet seine sämtlichen Werke dem Freund Hein, dem Onkel Hein, wie man auch sagt, oder dem Gevatter Tod, hier in einem Kupferstich vorangestellt. Und das tut er mit sehr freundlichen Worten. Er dediziert ihm, wie gesagt, dieses Werk. Und er nennt seine sämtlichen Werke Asmus omnia sua secum portans. Asmus trägt all seinen Besitz bei sich oder sämtliche Werke des Wandsbecker Boten. Und dieser Wandsbecker Bote, Asmus, der Liebenswürdige sozusagen übersetzt, das ist Claudius selber. Und viele seiner Werke handeln denn auch vom Tod oder thematisieren. Ihm bekannt ist vielleicht Der Tod und das Mädchen, genial vertont von Franz Schubert, unbedingt hörens- und lesenswert. Aber auch andere Gedichte und Essays handeln immer wieder vom Tod, und zwar der Gestalt, dass man ihn sich eben zum Freund machen solle, um dann das Leben besser zu genießen. Und der Genuss, den wir hier ja auch pflegen, der Zigarre im mittleren Drittel, erhöht sich noch einmal mehr dadurch, kunstvolle Pause, dadurch, dass ein erdiger Unterton sich zu den anderen jetzt gesellt. Dadurch gewinnt sie eine gewisse Schwere, die aber gleich wieder ausbalanciert wird, dass nun auch eine leichte Säurekomponente, etwas Säuerliches hinzukommt. Also sie ist nicht sauer, aber eine leichte, ja, schmackhafte Säure, die den Speichelfluss anregt und die immer noch vorhandene Süße, die jetzt so in Karamellsüße übergegangen ist, sehr schön kontrastiert, und dieses Wechselspiel zwischen gerösteten Walnüssen, Erde, Zeder, Gewürzen, die immer noch vorhanden sind, und dieser, den Röstaromen, dieser Säure, das ist ein doch schon großes Bouquet, was hier kreiert worden ist. Und im mittleren Drittel, Ende des mittleren Drittels, nimmt das Ganze noch einmal gewaltig Fahrt auf. Ich sprach gerade von Claudius' Tochter. Er hatte übrigens 12 Kinder. 2 davon starben sehr, sehr früh. Und er feierte, wie gesagt, gerne, besonders auch in der Familie. Und da gab es eine Tradition im 18. Jahrhundert und ich glaube auch schon etwas früher, die man den sogenannten Freuden- oder Ehrensprung nannte, dass der Vater meistens bei der Geburt eines neuen Kindes über eines seiner älteren Kinder, das sich auf den Boden kniete oder legte, drüber sprang. Auch das ist in einem Kupfer hier dargestellt. Ich habe mir ein Lesezeichen hier reingesetzt. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Da springt also Matthias Claudius über einen seiner Söhne oder macht sich zum Sprung bereit. Im Hintergrund seine Frau, die das Neugeborene oder das jüngste Kind, ein Familienmitglied in der Hand hält, auf dem Arm trägt.
Und dieser Sprung wurde auch, ja, ich glaube, in den Anfang der 2000er Jahre in Wandsbek auf dem Marktplatz von einem Bildhauer, ich blende den Namen ein, weil er mir gerade nicht einfällt, in Bronze gegossen, dargestellt. Und dieses Bronze-Standbild, das sich auch zum Sprung bereit machenden Claudius, was auf diesen Stich der Erstausgabe hinaus sich zurückführen lässt, verrät auf dem Sockel dann auch, dass es sich um den Wandsbeker Boten handelt, nicht unbedingt durch den Namenszug, der auch zu lesen ist, Matthias Claudius, sondern darum, dass wir einen Wanderstab, einen Hut und eine Tasche finden, nämlich die Zeichen, die auch im Wappen von Wandsbek sind und die Zeichen, die der Wandsbeker Bote, also trägt der Bote einer frohen, einer freudigen Botschaft, durchaus für Claudius, der eben ein sehr gläubiger Mensch war, auch im theologischen Sinne zu verstehen. Und man findet ein wenig amorph im Sockel, ich weiß nicht, ob man das in der Abbildung erkennen kann, natürlich auch den Totenschädel, den Freund Hein wieder, der ihn ja sein Leben lang als Freund begleiten sollte und der ihm, wenn er denn kommt, wie er schreibt, bitte nicht schwerlich fallen solle. Was meine Bedenken mit den Großkonzernen, mit dem Kanal angeht, mit dem Machtmissbrauch, eben auch durch die Digitalkonzerne und durch die Politik, die ja, wie wir jetzt alle spätestens seit den berühmten Enthüllungen eines gewissen Whistleblowers wissen, Einfluss nehmen über Nachrichtenverteiler wie heißt es, Twitter oder eben auch über Facebook. Kriege ich jetzt eigentlich Ärger, wenn ich diese Namen nenne? Ist egal, dann schalten wir den Kanal halt ab, das wird schon irgendwie laufen. Auf jeden Fall über all diese Plattformen Einfluss nehmen und da wird nicht kontrolliert, ob das Fake News, ob das Lügen sind, die da verbreitet werden und zwar zielgenau an ein Publikum verbreitet werden, das aus den Tausenden, zigtausenden von Datenmerkmalen, die diese Firmen über uns sammeln und die wir freiwillig an sie abgeben, indem wir ihre Nutzungsbedingungen blindlings, lemminghaft sozusagen akzeptieren, zusammenführen und dann genau wissen, ach, dem müssen wir diese Fake News und dem müssen wir diese Fake News posten, dann wird er uns schon wählen oder unterstützen oder dieses Produkt kaufen. Und wir merken dabei nicht, dass eigentlich wir das Produkt sind. Nun, die Tradition dieses Ehrensprungs sollte eigentlich das neue Leben beschützen. Es ist nicht alles Gold, lieber Sohn, was glänzet, und ich habe manchen Stern vom Himmel fallen und manchen Stab, auf den man sich verließ, brechen sehen. Lerne gerne von anderen, und wo von Weisheit, Menschenglück, Licht, Freiheit, Tugend und so weiter geredet wird, da höre fleißig zu. Doch traue nicht flugs und allerdings, denn die Wolken haben nicht alle Wasser. Scheue niemand so viel als dich selbst. Inwendig, in uns wohnet der Richter, der nicht trügt, und an dessen Stimme uns mehr gelegen ist, als an dem Beifall der ganzen Welt und der Weisheit der Griechen und Ägypter. Nimm es dir vor, Sohn, nicht wieder seine Stimme zu tun. Und was du sinnest und vorhast, schlage zuvor an deine Stirne und frage ihn um Rat. Er spricht anfangs nur leise und stammelt wie ein unschuldiges Kind, doch wenn du seine Unschuld ehrst, löset er gemach seine Zunge und wird dir vernehmlicher sprechen. Verachte keine Religion, denn sie ist im Geist gemeint, und du weißt nicht, was unter unansehnlichen Bildern verborgen sein könne. Es ist leicht zu verachten, Sohn, und verstehen ist viel besser.
tue keinem Mädchen Leides und denke, dass deine Mutter auch ein Mädchen gewesen ist. Sage nicht alles, was du weißt, aber wisse immer, was du sagest. Halte dich zu gut, Böses zu tun. Halte dich zu gut, Böses zu tun. Vielleicht ist das die Lösung, denn, wie heißt es in Shakespeares Julius Caesar so schön, der größte Missbrauch ist, wenn von der Macht sich das Gewissen trennt. In diesem Sinne übrigens einen schönen Gruß an den YouTube-Mutterkonzern Google, dessen ursprüngliches Motto »Don't be evil, tu nichts Böses« nicht mehr das Motto von Google ist. Was also mein Hadern mit den Konzernen und mein Ergebnis zur Weiterführung des Kanals betrifft, kann ich Ihnen nur sagen, ich weiß es noch nicht. Ich bin noch im Diskurs mit mir selber und mit anderen, die vielleicht besser informiert sind. Soll man nun sich zurückziehen und nicht noch mehr Futter in diese auf diese Plattformen stellen? Oder soll man gerade so kleine Oasen der Freundlichkeit, Mitmenschlichkeit und des Weiterdenkens, des Ausgangs aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit schaffen und erhalten, wie wir es hier gemeinsam auf dem Kanal tun? Vielleicht schreiben Sie mir auch dazu Ihre Gedanken in den Kommentaren und Nachrichten. Ich weiß es noch nicht. Ich bin zu keinem Ergebnis gekommen. Zu einem Ergebnis der Zigarre bin ich aber gekommen und kann ihr deswegen ein Zeugnis ausstellen. Die Optik und Haptik ist sehr schön. Das Deckblatt ist sehr pudrig, weich, angenehm, leicht glänzend. Sehr schön auch anzufassen und zu betrachten. Ich würde sagen, 4 von 5 Funken. Das Zugverhalten ist durchweg tadellos, 4,5 Funken. Man kann es, wie gesagt, auch selbst ein bisschen regulieren. Die Verarbeitung auch 4 von 5 Punkten. Das Aroma im letzten Drittel zieht noch einmal an, wird etwas stärker. Man kann jetzt von einer mittelstarken Zigarre sprechen. Die Chilinoten werden präsenter, aber auch die Röstaromen. Hier kommt noch einmal das Karamell deutlich zum Ausdruck. Der Rauch hat nun leichte Spitzen, bleibt immer noch weicher mit so leichten pointierten Spitzen. Das Säure- und Süßspiel ist sehr gut ausgewogen, immer noch. Eine wirklich schöne Aromatik, 4,5 von 5 Punkten oder Funken. Und der Preis mit 8 Euro für diese Zigarre ist noch angemessen, würde ich sagen. Ja, 3,5 Funken gebe ich hier. Und am Ende bleibt mir wie immer nur zu sagen, bevor nun die Finger zu heiß werden und ich doch noch einen Teufelsfunken kreiere. Glück gehabt. Denken Sie wie immer daran, am Ende ist eine Zigarre auch einfach nur eine Zigarre.